haben von der anderen Gesellschaft verdammt. Selbstverständlich. Und zwar deswegen, weil keiner von uns vor Ort kann, wie unter den gegebenen Machtverhältnissen der Kampf für eine beste Gesellschaft ausgeht. Die Konzentration der Macht. Das darf aber und sollte unter keinen Umständen eine Entschuldigung sein, die Anstrengung und den Kampf aufzunehmen. Das Böse ist da. Und wieso? Wer spricht? Wer spricht? Na, wer spricht? Wer spricht und wer nicht spricht?